Hallo Leute, heute ist der 21.11.2020. Es ist Samstag. Heute war Sonja da. Es war ein angenehmer Tag. Wir waren spazieren. Es hatte nur 3 Grad, leider, oder 4. Wie wir nach Hause gekommen sind, hat es dann 5 Grad gehabt, aber nur ganz kurz. Und es war ziemlich kalt, aber ich war dick eingepackt und es war schön spazieren zu gehen und frische Luft zu bekommen. Ich habe heute extreme Kreuzschmerzen, weil ich schon 2 Tage kein Phenalgon-Pflaster mehr bekomme. Aber vielleicht morgen wieder. Mal schauen. Ich bin heute um 6 aufgestanden und bin dann um 7:30 nochmal ins Bett gegangen. Bis um 9:30. Dann war die Volkshilfe da und ich war duschen. Und dann am Nachmittag kam Sonja. Dann waren wir spazieren und haben zu Hause dann wieder Kaffee getrunken, getratscht und mein Zimmer umdekoriert, weihnachtlich. Und mein Schlafzimmer auch. Mein Büro, mein Schlafzimmer. Und sieht jetzt voll schön aus, voll weihnachtlich und total nett. Ich bin voll froh, dass mir Sonja dabei geholfen hat oder das meiste gemacht hat eigentlich und ich nur entschieden habe, wo was hinkommt. Und wir waren ein paar Mal draußen dann noch, weil sie geraucht hat. Aber immer nur kurz. Sie raucht immer 2 Zigaretten, wenn wir rausgehen. Und die kurze Zeit waren wir draußen. Aber es war schon relativ kalt. Und auch jetzt am Abend ist es immer kälter geworden. Ich warte schon auf den ersten Schnee irgendwie, weil es nur 2, 3 Grad hat jetzt. Und es hat ja für das Wochenende Schnee angesagt, bis in die Niederungen. Aber mal schauen, ob das was wird. Vielleicht morgen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Montag soll's meine Mutter nochmal bei Christoph probieren. Und mit Kerstin habe ich gestern geredet, das habe ich ihr erzählt. Ja. Über das egoistisch sein und so. Aber ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert für mich. Und habe mal noch nicht das Richtige gefunden. Ich möchte jetzt wieder vermehrt Hörbuch hören, weil mich das entspannt. Und mir einen Tag unter der Woche frei nehmen, weil mir das sonst zu viel wird. Und am besten den Donnerstag oder so. Und da, das muss ich Corinna machen, also Montag noch sagen, weil am Donnerstag wird sie kommen. Mittwoch oder Donnerstag. Und weil ich einfach merke, dass mir die Assistenzstunden zwar gut tun und sehr helfen gegen die Depression, aber irgendwie wird es mir auch zu viel, wenn ständig jemand da ist. Vielleicht kann man das so umlegen, dass sie früher kommen und
länger da bleiben, damit sie auf die Stunden kommen. Aber jeden Tag ist zu viel. Und ja, das ist so, über was ich nachgedacht habe. Sonst geht es mir so mittelmäßig. Ich merke, dass ich im absteigenden Ast bin, weil der Lockdown mir doch zusetzt, weil man nichts machen kann, außer spazieren gehen. Und ich habe zwar so noch Kontakt zur Außenwelt, aber halt sehr wenig und ich treffe auf sehr wenig Menschen und auch beim Spazierengehen ist es nicht dasselbe. Und ich bin froh, wenn der 6.12. endlich kommt, weil ich weiß nicht, wie es mit den Corona-Zahlen jetzt ist, aber spätestens dann soll der Lockdown ja wieder aufgehoben sein und ich wünsche mir das so sehr, weil ich einfach zu Kerstin und Christoph möchte und auch, dass die Familie kommt und so. Das macht mich fertig. Also irgendwie dieses ständig herein und eingesperrt, auch durch die Temperaturen und so. Nur diese Spaziergänge 1,5 Stunden. Also Gefängnis wäre nichts für mich. Jeden Tag der gleiche Ablauf. Das ist irgendwie sehr langweilig und sehr eintönig. Und am Montag kommt Corinna wieder. Das freue ich mich schon. Weil ich hier gestern abgesagt habe, wegen dem Arzttermin. Dann können wir schon mal die Stunden für Dezember planen. Und dann werde ich ihr auch meine Entscheidung mitteilen, was den Jänner angeht. Also Anfang Jänner. Und ich habe letztens mit ihr telefoniert, aber irgendwie hat sie die Quintessenz nicht verstanden. Dass ich jemanden brauche, der in meiner Nähe wohnt, weil ich spontane Besuche brauche und nicht jemand, der 1,5 Stunden herfährt. Und das ist ein irrsinniges Problem. Und wenn sie das nicht verstehen will, dann kann ich es auch nicht ändern, aber das ist momentan mein größtes Problem und das macht mir Sorgen, weil ich will sie nicht verletzen. Und ich werde sie aber verletzen, wenn ich sie einfach kündige. Und auch wenn ihr weniger Stunden reichen, mich belastet das. Und solange sie keinen Führerschein hat, kann man nicht sagen, dass sie spontaner ist. Und das ist einfach ein Problem. Ich weiß nicht, wie lange sie noch für den Führerschein braucht. Jetzt mit Lockdown noch länger. Auf jeden Fall. Es geht in jedem Video um Corona. Ist auch nicht normal. Naja, sonst geht's mir mittelmäßig und die Tageslichtlampe bringt viel und hält mich relativ bei Laune. Aber
Ja, die Spaziergänge bringen auch viel. Ohne die Spaziergänge wäre ich schon aufgeschmissen. Aber wenn es jetzt immer kälter wird, wird das auch nicht möglich sein. Naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.